Kiloweise Jakobsmuscheln. Fast die ganze Nacht war Fischer Ludovic mit seiner Crew auf dem Wasser. Jetzt bringen sie ihren Fang in ihren Heimathafen Le Tréport am Ärmelkanal zurück. Die Jakobsmuschelsaison geht dem Ende zu. Es geht. Die Ausbeute könnte besser sein. Doch der Fang heute nicht die größte Sorge von Ludovic und seinen Kollegen. Die Fischer haben Angst um ihre Zukunft. Vielleicht müssen wir die Fischerei aufgeben. Es ist zu spät. Die Fischer von Le Tréport fürchten, dass der Windpark, der vor ihrer Küste gebaut werden soll, ihre Existenzgrundlage zerstört. Nein zur Windkraftdiktatur steht am Gebäude ihrer Kooperative. 15 Kilometer vor der Küste soll ein Windpark entstehen, ähnlich diesem hier in der Bretagne. Eine von 50 Anlagen auf dem Meer, mit denen Frankreich seinen Rückstand bei den erneuerbaren Energien wettmachen will. Genau da, wo die Fischer den meisten Fang machen. Olivier Becquier ist der Chef der Fischereikooperative. Seit über 15 Jahren kämpft er gegen die Windmühlen vor der Küste. Wir haben große Befürchtungen. Die Politik entscheidet einfach, im Meer zu bauen, ohne sich genauer mit den Konsequenzen zu beschäftigen, was Artenreichtum angeht oder die wirtschaftliche Bedeutung der Fischerei. Nicht nur bei den Fischern. Im ganzen Ort regt sich Widerstand gegen den Windpark auf dem Meer. Protestschilder überall. Viele der 5000 Einwohner leben von der Fischerei und vom Tourismus. Sie haben Angst, dass keiner mehr kommt, wenn die Windräder vom Ort aus zu sehen sind. Beke ist wütend. Er und seine Fischer fühlen sich von der Politik übergangen. Aus dem Hafen aufs Meer, wo sich bald 62 Windräder drehen sollen. Geringe Wassertiefe, stabiler Untergrund. Bauen ist dort einfach. Auch deshalb hat die Regierung das Gebiet ausgewiesen. Beke hat Sorge, dass das Ökosystem langfristig zerstört wird. Das Wasser ist relativ flach, dadurch fällt mehr Licht hinein. Außerdem ist es weniger kalt, es gibt also viel Nahrung. Das ist die perfekte Mischung. Deshalb ist das der fischreichste Ort im ganzen Ärmelkanal. Der Windpark werde viel zu nah an der Küste entstehen, kritisieren Umweltverbände, die sonst selten auf Seiten der Fischer sind. Becquier und seine Kollegen fürchten, dass die Fische langfristig aus diesem Teil des Meeres verschwinden, auch wenn der Windradbetreiber das Gegenteil behauptet. Aussagekräftige Studien dazu gibt es bisher wenige. Die Fronten sind verhärtet. Hier läuft doch etwas falsch. Dabei haben wir hier doch ein Atomkraftwerk, das jeden Tag genau das produziert, was an Strom von den Haushalten konsumiert wird. Davon spricht Olivier Becquier, das Atomkraftwerk Penly. Hier sollen zwei neue Reaktoren gebaut werden. Bei Le Tréport liegen mit Atom- und Windkraft zwei Pfeiler der zukünftigen französischen Energiepolitik nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Mindestens 6 neue Reaktoren sollen im ganzen Land gebaut werden. Der Fischmarkt im Zentrum von Le Tréport. Das Atomkraftwerk ist von hier nur 20 Minuten entfernt. 2/3 der Franzosen finden, ähnlich wie Fischhändler Michael, den geplanten Ausbau der Atomkraft gut. Wir stehen mit unserer Atomkraft gut da. Europa zwingt uns mit den Quoten für Erneuerbare den Windpark geradezu auf. Momentan sind die beiden bestehenden Reaktoren von Penly außer Betrieb. Wegen Korrosion, einem großen Riss und Wartungsarbeiten. Sorgen machen sich hier nur wenige. Auch bei der offiziellen Bürgerdebatte zum Neubau Zustimmung. Laut dem Bürgermeister herrscht in Le Tréport großes Vertrauen in die Atomkraft, wie so oft in Frankreich. Ich kenne hier quasi keine Menschen, die sagen, ich bin gegen Atomkraft. Und ich selbst bin davon überzeugt, dass das ein gutes Projekt für die Region ist. Schon jetzt profitieren hier viele in der Region wirtschaftlich vom Atomkraftwerk. Vom Neubau der Reaktoren erhofft sich der Bürgermeister weitere Arbeitsplätze. Da werden ja tausende Menschen arbeiten. Die können natürlich nicht alle von hier kommen. Die müssen erstmal ausgebildet werden. Aber die Idee ist, dass 50% aus der Region stammen. Mit dem Offshore-Windpark sei das anders. Sein Ort bekomme nichts dafür. Er sagt, wenn Tourismus und Fischerei getroffen würden, drohten hunderte Arbeitsplätze wegzufallen.
Der Chef der Fischereikooperative Olivier Becquet will sich nicht damit zufrieden geben, dass die Fischer Ausgleichszahlungen bekommen, wenn sie das Gebiet während der Bauphase ab nächstem Jahr nicht mehr anfahren dürfen. Die Leute hier wollen doch arbeiten, einen Lohn bekommen, die Familien ernähren. Wir wollen nicht arbeitslos werden. Auch wenn alle Genehmigungen erteilt wurden, hat er mit anderen Fischern zusammen eine Petition beim Europäischen Parlament eingereicht. So einfach aufgeben ist für ihn keine Option.